Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Also verstanden. Das, was Amicia durchmacht, das ist... Amicia, ich weiß. Wir passen auf. Nimm die 9 mm vom Tisch. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Das hat ja jeder Moment passieren können. Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Hey, du da. Na gut. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Hallo? Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Schicke Leggings. Gut, immerhin etwas. Ach, ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Wir wissen, wo es ist. Die Floristin. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Und zum Brunnen. Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Da geht es nicht lang, da ist ein Pferdestau. Brunnen. Braune Tunika. Ah ja. Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hör zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Vielleicht hakst du mal ein bisschen effizienter. Nur so nicht. Das Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft. Das spüre ich. Ja, deshalb lasse ich die Kinder. Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich. Amicia, das Symbol an der Wand. Der Orden? Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Oh, wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt, entschuldige. Da ist eine Tür. Ja. Oh, Treppe. Ich werde hochgeklettert. Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Nach 12-fachem Mord. Komm schon. Nicht mehr so die Welle. Und das nur heute. Das Mädel hat mehr durchgemacht. Als diese Stadtwache hier zusammen. Ist das? Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Oh oh. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm.
Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Genau hier hinter der Tür. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemand. Scheiße. Mag sein. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben, eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Ah, der könnte helfen. Ich helfe dir. Wenn Vodor hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Schaffst du das? Okay. Reichtümer? Bitte! Nicht! Stimmt! Was jetzt? Wo ist er? Sprich! Ich kenne ihn nicht! Wirklich! Du Stück! Nicht gut! Er trägt einen Helm! Ich kann nichts tun! Was machen wir? Gehen wir vorbei! Kein Mucks! Du bist allein! Und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Keine Steine hier. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein elender Tod. Ja, verzieh dich nur. Was macht hier solchen Lärm? Luft ist rein. Oh. Oh Mann, ich würde da gern wieder hoch und dem Typen noch helfen. Kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Futter. Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu plündern und such den verdammten Archivisten. Irgendwer findet ihn schon. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Piss dich, Junge. Wir müssen hier durch. Ich habe schon Halluzinationen. Oh, ja, das stinkt. Ach, was zur Hölle? Nein! Nicht schon wieder. Bitte nicht! Da oben! Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell! Schwein. Oh Gott, das ist so ein Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Scheiße, und es beginnt wieder. Oh Mann. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guyenne geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Wer sagt, dass wir das waren? Und was ist, wenn die Krankheit schon vorher da war? Wenn die Pest kann... Gehen wir schnell. Kann sich auch vorher schon ausgebreitet haben. Als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Noch nicht. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Komm schon. Naja, gehen wir weiter, hier entlang. Bitte, nicht mit dem Messer töten. Ich... habe keine Wahl.
Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Lukas, an dieser Stelle bin ich schon so weit darüber hinaus, dass es für mich schon kein Zurück mehr gibt. Amicia ist ja die Kriegerin. Ob sie wollte oder nicht. Schau mal, da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, Krähen! Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze, da oben. Moment. Hä? Was war das? Oh nein. Scheiße. Gar nichts. Wie soll ich dem denn ausweichen? Was zur Hölle? Hey, ist da jemand? Nicht hierher, nicht hierher. Hier ist rein gar nichts. Wir suchen nach einem Alchemisten und finden stattdessen ein Massengrab. Aber alles gut, warten wir einfach auf den Tod. Oh. Hier noch irgendwas? Okay. Keine Wahl. Nicht im Augenblick gucken, hast du es nicht gesehen? Er ist allein. Irgendwann finden sie ihn. Und dann ist Hugo verloren. Du hast recht. Wir haben es fast geschafft. Ich hab was gehört. Nichts zu sehen. Ja, geschafft. Stimmt. Aber ich hab genug von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pack, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Hast du ziemlich unauffällig gelöst. Tja, lieber leben lassen und selbst nicht sterben. Oh, krass. Amicia wird ihre drei Fertigkeiten von deinem Spielstil und den verwendeten Werkzeugen verbessern. Drücke I, um das Menü zu schließen. Das heißt, desto mehr ich schleiche, umso besser wird was. Raffinesse. Und Codex. Die Fähigkeiten gab es davon nicht tatsächlich. Zumindest keine, die sich so weiterentwickeln. Ich konnte meine Schleuder verbessern, aber... Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Oh nein, der sieht aus wie jemand Wichtiges. Oder? Oh Gott. Lukas, guck dir das nicht so genau an. Einfach weiterkommen. Komm, Lukas. Komm. Da lebt noch jemand. Madame. Oh. Alice. Du bist es. Ich bin nicht Alice. Versprich mir,
dass du auf dich aufpasst. Das werde ich. Ruhe nun. What the gut fuck? Gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Was soll das denn hier? Gut gemacht? Lukas, dein Ernst? Können wir es aufhalten? Du meinst den Biss? Ja, aber wenn wir Hugo heilen. Die Frage ist, wird das die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Die heiße Luft ist raus, sind, ja. Sie verstecken sich vor der Sonne und warten. Aber Hugo kann sie kontrollieren, die Ratten. Bitte sag mir, dass es hier ist. Das ist alles nicht der Typ. Oh Gott! Eine ganze Stadt! Das Symbol! Er ist im Turm! Er muss dort sein! Ach ja! What the fuck? Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Die ganze Arena ist voller Häuser? What the fuck? Sieht lustig aus. Danke. Du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Lauf. Kannst du aufstehen? Ich versuch's. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Oh nein. Oh nein, da kommen sie. Oh, was ist das? Sie sind hier. Nicht die Fackel fallen lassen. Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun. Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber. Wir müssen wieder nach oben gehen. Die Sonne wird uns beschützen. Ganz ruhig, im Licht seid ihr sicher. Alles klar. Da kommen mehr! Sehr viel mehr! Lauf weiter! Es sind so viele! Nicht stehen bleiben! Beachtet sie nicht! Lauf weiter! Ja! Nein! Lauf, Macker! Ah! Ah! Oh Gott, ich hasse so! Ich hasse solche Spiele, das kenne ich aus Tomb Raider früher. Wenn man so rückwärts guckt und dabei laufen muss, das ist die Hölle. Gehen wir einfach hin. Oh, okay. Nochmal, von hier an. Schlecht gewählter Zeitpunkt. Ja, komm. Wir wissen ja, dass was passiert. Deswegen stand das da vorhin. Die Rattenflut! Ist doch ein Gitter, oder nicht? Halt! Durch! Oh Gott, nein! Das war's! Nein! Wir haben Licht! Noch sind wir sicher! Wir sind sicher! Alles gut! Ruhig bleiben! Breathe in, breathe out. Das müssen wir! Ganz vorsichtig! Ich wusste es! Breathe in, doch gesagt, sie sind hier. Breathe out. Das sind ja Millionen! Aber...
Wie können es schon so viele sein? Hugo, sie sind wegen ihm hier. Sie waren immer da. Sie waren nie weg. Ja, das sollte reichen. Sieh nur, sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, Vaudan zu Hugo bringen und hier verschwinden. Oh nein, sie können jetzt klettern. Sie haben sich auch noch weiter entwickelt. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Ah nein, ist gut. Mach sie nur gründlich um. Diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Und wer hier hinter noch? Weg mit euch, ihr Biester. Muss sein. Ja. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Hier ist eine neue. Drecksviecher! Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt, bitte. Lukas, wenn die Nacht anbricht. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Scheiße, Mann, die Nacht. Oh mein Gott. Okay, Lukas. Komm. Schnell. Wir müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Oh nein. Ein Stock ist keine Fackel. Gut, noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Wow. Sollte funktionieren. Es werde Licht. Du kannst Objekte werfen. Ah. Ja. Sehr gut. Gehen wir, schnell. Nee, ich kann das ja nicht mit die Leiter hoch, das stimmt ja. Komm, Lukas. Weiter geht's. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Das sieht nicht gut aus. Alles nicht gut aus. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Ach, Lukas, komm. Das ist ein fetter Balken. Ganz guck mal. Ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Ah! Lukas! Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter. Kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich mir passieren. Ruhig! Noch ist alles gut! Ja, noch! Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich! Halt durch, Lukas! Komme und werfe dir gleich eine Fackel rüber! Lukas, durch da. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. In Ordnung. Ab. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Ist gut so, Lukas. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Okay, weiter hoch. Raus aus dieser Todesgrube. Sonnenlicht näher. Nicht mehr runterfallen, ja? Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Vaudans Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Der Plan, ja. Oh nein!
Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Nur so lange, bis die Ratten kommen. Wir haben wieder auf die Treppe in Richtung geachtet. Aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Eieiei, noch warm. Ich weiß, was man hören will. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Das ist ein Elefant? Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Jetzt auch noch ein Elefant. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Oh, wow. Okay. Oh nein. Hörst du das? Oh nein, bitte nicht. Gut. Wie viele das sind. Wir stecken fest, Lukas. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol, was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Das ist Schwefel, oder? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. So, wunderbar. Dann klettere ich da jetzt hoch. Oh, eine Kurbel. Scheiße. Da ist ein Aufzug. Geht's dir gut? Natürlich. Ja, selten so einen Spaß gehabt. Kümmern, Lukas. Klar doch. So geht das. Er muss es tun. Scheiße, keine Bombenleger, das. Er ist Alchemist oder Schüler. Alchemie. Bereit! Ah, er weiß das. Zeit. Ah ja, ich muss es darauf stellen. Auf dein Zeichen! Du kannst aufhören. Sofort. Los, schneller. Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey, Amicia, reiß dich zusammen. Eins nach dem anderen. Ja. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Problem, was vor uns liegt. Gut. Schwefel. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Ignifer, ja. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Okay. Gut, das wird nicht genügen. Wird nicht genügen? Hier ist aber nicht mehr Fleisch. So, jetzt kann ich hier rüber. Nicht fallen! Danke, Lukas. Werden sie mögen. Ah. Ekelhaft. Sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Truhe.
Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Naja. Und? Was ist drin? Sind sie seit hunderten Jahren unter uns. Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Ignifer. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Wähle. Was? Wähle das Ignifer. Ah, oh. Oh. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Wow. Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Ah ja, oh. Aber ja, okay, wir können hier runter. So, das ist wieder so ein Raum. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es. Da sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Was? Hoffentlich klappt's. Fertig. Wirf ihn, okay. Um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir... Ja, los! Die Idee war großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Okay. Das wird definitiv interessant werden. Komm, Lukas. Weiter geht's. Schaffst du das, Lukas? Natürlich. Mach mal. Ah, unmöglich! Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen. Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Oh Gott, die Arme, echt. Krüge. Wahrscheinlich Wein für die Zuschauer in der Arena. Manches ändert sich nie. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudor. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Dann jetzt nochmal. Klettern mit kleinen glitzernden Rattern unter den Füßen. Aufzug, Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Hätte ich das auch so machen können? Ich hätte es auch so machen können. Naja. Viele Wege führen nach Rom. Aber erstmal hier noch looten. Niemals den Loot vergessen. Es funktioniert! Nicht zu fassen! Gott sei Dank! Endlich! Auf dein Signal! 3, 2, 1! Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht! Wir müssen zum Aufzug! Schnell! Lukas, let's go! Stabil! Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudor. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Das ist ja jetzt schon komplett wild.
Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Oh, bitte, ja. Lass uns näher am Turm sein. Yes! Ja, der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Let's go. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Ein Gemüsegarten. Oh, sieh nur. Oh. Komm mal da. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Ah, der Loot-Instinkt hat gekickt wieder. Direkt eine Drehung nach rechts und schnapp. Okay, das ist den Schultertasten, das ist interessant gemacht. Oh oh. Wir kommen dem Turm immer näher. Sieht fast geschafft. Sieht wie nach einer Arena aus oder sowas. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Nein, es ist eine Arena, aber... Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Fühlt sich immer wieder so wie so ein Kampf an. Oh. Wieso habe ich das Gefühl, also, wir brauchen? Wir warten, bis Arno kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist ein Befehl. Und deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Bitte hin. Bogenschütze? Na los! Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Sie brechen aus. Sie sind uns gefolgt. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen fliehen. Arno wird einen Plan haben. Nicht. So wird er es nie herschaffen. Oh Mann. Na toll. Müssen wir mit einer Fackel laufen oder was? Ja, das werden die bestimmt nicht mitkriegen. Was zum Teufel sollen wir jetzt machen? Wir warten auf Verstärkung. Stellung halten! Gegen verdammte Ratten! Stellung halten, basta! Schieb keine Panik! Ich krieg ein Licht! Dann ist alles gut! Die sehen mich nicht. Bleib in Sicherheit. Komm nur. Ja. Da ist jemand! Alarm! Verdammt! Oh nein! Oh. Direkt Javelin in Brustkorb. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los!
Der Weg links gefiel mir aber eigentlich schon ziemlich gut. Da waren wir relativ ungesehen von den ganzen Viechern. Müssen wir nur warten, bis der Typ wieder rauskommt. Kommt er denn raus? Scheiße, das Pattern ändert sich auch noch. Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Sie haben Angst vor Licht! Findet Licht! Sie brechen aus! Sie sind uns gefolgt! Da hinten rein ist die beste Idee. Wir müssen fliehen! Arno, wenn wir Angst haben, so wird nicht zu weit weg. Nie herrschaffen! Kann ich das auch so werfen? Bald wieder weg. Tatsächlich. Kann da rüber werfen. Schnell, schnell, schnell. Was zum Teufel sollen wir jetzt machen? Wir warten auf Verstärkung. Stellung halten. Gegen verdammte Ratten. Stellung halten. Basta. Schiebt keine Panik. Bleib im Licht. Dann ist alles gut. Ungeziefer. Mich kriegt ihr nicht. Bleiben, Lukas. Stöcke? Yes. Ihr kriegt mich nicht. Riskiert. Sehr riskante Aktion. Machen. Sie halten uns immer noch auf. Wir sind fast da. Fast. Vorne rein. Schnell durch. Tür rein oder nicht? Sorry. Musste sein. Mehr oder weniger. Mach jetzt bitte einfach, ich greife mir hier vorne irgendwas. Nein. Oh nein. Stöcker mehr, scheiße. Ich hätte ihn nicht töten müssen. Ein unnötiger Tod. Für diesen Wachmann.
Okay, wo kommt der Typ? Okay. Warten wir in dem Nebenraum hier. Und dann machen wir uns einen Weg frei mit dem Sprengstoff. Schmeißen uns da so eine Bombe hin und dann rennen wir da durch die Tür. So machen wir das. Ihr kriegt mich nicht. Warum ist die Tür offen? Warum ist die Tür offen, wenn sie den stürmen wollen? Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vodor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig. So friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist. Dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Wir schaffen das. Aber bald sind wir doch nicht mehr wie allein. Die letzte Plage. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Ja. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Gut. Ob diese Alchemisten hier noch sind. Aber auf jeden Fall müssen wir weitermachen. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vodor zu Hugo. Eine Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Rätsel. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Z. Natürlich die letzte. Jupiter, passt. Was jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Das sollte ein Kreis mit einem durchgezogenen Strich sein. Mars, das ist es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Eine Halskette, also na gut. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Aha. Das ja, müsste genau. Venus sein. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen hängen. Und fertig. Das sind alle, glaube ich. Ja. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen. Die können Magister. Wir aber nicht wieder zumachen, oder? Er hat Kerzen für uns aufgestellt. Lukas, komm. Magister Vodor, ich bin Amicia de Rune. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung.
Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Stimmt denn nicht mit dem? Magister Wudder. Wo ist er? Oben. Tasche. So ein fetter Holz. Wie geht es dir? Kasten einfach nur. Ich hab Angst. Ego, das ist Magister Wudder. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir.